Sag mal, wie schlafen eigentlich Frauen miteinander? Geht das? Okay. Wir sind Vanessa und Ina. Lieben, wir sind Vanessa und Ina und wir sind verlobt. Ja, heute geht es um das erste Mal zwischen zwei Frauen. Wir haben es miterlebt. Zusammen. Ja, falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr das gerne tun. Wir heißen dort Couple on Tour X. Und in diesem Video werden wir euch unsere Erfahrungen erzählen, wie es für uns war, eure Fragen beantworten und noch abschließend ein paar Tipps geben, damit ihr nicht so aufgeregt seid. Let's start! Ina startet jetzt erstmal und erzählt jetzt mal ihre Erfahrung quasi, wie es für sie war, mit mir das erste Mal zu schlafen. Also bei mir war es so, dass ich mir gar keine Gedanken gemacht habe. Ich dachte mir einfach, dass ich es drauf ankommen lasse und ich habe ja, das halt auch. Zumal ich mir dachte, dass sich das schon einfach fügen wird und so war es dann auch. Insofern waren eigentlich alle vorherigen Sorgen unbegründet. Ich habe mir richtig doll Gedanken darüber gemacht. Ich habe recherchiert im Internet. Ich habe geschaut, wie das Ganze so funktioniert, weil ich war mir total unsicher. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Also jetzt ehrlich, ohne Witz. Ich dachte mir so, man kriegt es ja irgendwie bei Filmen immer so mit, ne? Mann und Frau, wie das so ein bisschen abläuft, ne? In so einem Film halt oder Serien. Aber so Frau und Frau, so eine Serie habe ich mir damals nicht so oft angeguckt. Also auf jeden Fall nicht diese Szenen, wo die miteinander geschlafen haben. Und ich wusste nicht genau, wie macht man das. Also irgendwie Mann und Frau kriegt man ja schon im Biologieunterricht mit, wie man das macht, ne? Und Frau und Frau, wir hatten das nie in der Schule. Ja, und deswegen, woher soll man das erstmal wissen? Und als es zu diesem Punkt kam, 3 Wochen bevor wir ungefähr zusammengekommen sind, ja, wir haben gar nicht darüber gesprochen, also weder davor noch danach. Es gab so eine Art peinliches Schweigen ein bisschen, ja, aber es war schön. Also ich war glücklich, als es, es hat sich so viel angestaut bei mir. Ich weiß nicht, bei dir bestimmt unterbewusst vielleicht irgendwie auch. Ja. War wie so ein Berg, wo dann so kam, mache ich jetzt alles richtig oder mache ich jetzt was falsch? Und ganz am Ende ist es einfach wie so eine Lawine quasi und man fühlt sich einfach erleichtert und denkt so, es war gar nicht so schlimm. Man macht sich so viele Gedanken, man denkt so, ist man schlecht, ist man gut, kann man es richtig machen, tut man den anderen weh, merkt der andere überhaupt was, also es sind so eine Sachen, die man... Willst du der andere nochmal? Ja, genau, oder meldet er sich jetzt einfach oder nie war's wieder? Oder war es das? Richtig. Aber ich glaube, das sind ganz normale Fragen, die jeder hat, egal mit wem. Ja, auch mit welchem Geschlecht. Ja, manche, egal mit wem, es macht so. Das einzige Ding ist, glaube ich, nur, dass es halt bei Männern und Frauen mehr thematisiert wird in der Schule und auch bei Eltern und so weiter und dass man halt weniger Berührungspunkte hat quasi, wenn zwei Frauen miteinander schlafen. Ja, sicher. Das ist, glaube ich, das so das Ding, wovor man halt Angst hat. Und jetzt kommen wir erstmal zu euren Fragen. Wir haben euch bei Instagram gefragt, ob ihr uns Fragen stellen wollt zu dem Thema. Und es gab so 3, 4 Sachen, die wir gerne aufgreifen würden. Genau, let's do it. Ja. Yeah. Frage 1. Also, mir wird immer gesagt, dass es kein richtiger Geschlechtsverkehr ist, wenn ich mit keinem Jungen schlafe. Ja, also, es kommt darauf an, wie du halt miteinander schlafen definierst. Es ist so, dass man halt ein männliches und ein weibliches Geschlechtsteil braucht und wenn das passiert, ist das das? Oder sagst du halt, dass es miteinander schlafen ist, wenn beide quasi glücklich sind, wenn beide gesagt haben, es war toll, es hat mir Spaß gemacht, weißt du? Ja, es ist ja auch immer eine andere Sache, wie zwei Leute das definieren. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Vorlieben und ganz unterschiedliche Techniken und was weiß ich nicht alles. Und ich glaube, dementsprechend intensiv kann das auch sein. Also wenn ja, manche müssen halt lieber kuscheln total. Ja. Und für die ist das schon, wenn man sich ein bisschen anfasst, das große Feuerwerk sozusagen. Ja. Und manche, die wollen es halt ganz, ganz anders haben. Also ja, da kann man... Die wollen es total wild oder total, weiß ich nicht, im Freien oder wie auch immer. Ja. Es gibt so wahnsinnig viele Sachen und so wahnsinnig viele Gefühle und so weiter zwischeneinander. Das ist keine einheitliche Definition davon. Nein, das geht nicht. Und man kann nicht sagen, man braucht nur Mann oder Frau dafür. Ich glaube, das ist immer total unterschiedlich. Frage 2. Habt ihr Spielzeug gekauft oder verwendet ihr den Körper? Ja, also das ist eine sehr, sehr persönliche Frage erstmal dazu. Aber wir wollten die beantworten und zwar benutzen wir sowas nicht. Es ist jedem selber überlassen, wie und was und wo er es benutzt. Aber unser Ding ist es auf jeden Fall noch nicht. Noch nicht. Das muss nicht heißen, dass es das niemals wird. Unser Ding ist es auf jeden Fall nicht. Okay, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, beziehungsweise habe ich große Angst, dass es ihr nicht gefallen könnte. Und das ist der großartige Vorteil bei uns. Wir sind zwei Frauen. Und was dir gefällt, das wird vielleicht, also zu einer großen Wahrscheinlichkeit, auch der anderen Frau gefallen. Also du hast es ja selber und es ist dann für dich gar nicht so fremd. Und auch wenn man vielleicht nicht in jeder Beziehung oder in jedem, wenn man miteinander schläft, darüber redet, wenn es beispielsweise deine Freundin ist, dann rede mit ihr. Also so,
zumindest vielleicht nicht sofort, aber du kannst mit ihr reden, was dir gefällt, was ihr gefällt und so weiter. Und dann werdet ihr für euch den richtigen Weg finden. Außerdem hört man oder sieht man das auch, glaube ich, wenn das der Person total gut gefällt oder sie das jetzt total creepy findet. Aber ich denke, dass man beim ersten Mal nie perfekt ist. Man lernt einfach noch dazu. Die Erfahrung macht es. Genau. So blöd das klingt, aber das nicht ist unbedingt so. Mit anderen Menschen. Nein, nein. Aber Zusammenhalt erlebt man das quasi, wenn man probiert mehr aus. Also eine Freundin von uns, die ist schon sehr lange mit ihrem Freund zusammen. Und die probieren jetzt nach 6, 7 Jahren ganz neue Sachen einfach aus. Ja, einfach für sich, um die Beziehung am Leben zu halten. Also das ist ganz normal, deswegen macht ihr da gar keinen Kopf. Das kommt alles. Und die nächste Frage. Können Frauen überhaupt miteinander schlafen, wenn sie lange bzw. künstliche Fingernägel haben? Das ist so die Frage, die uns jeden Tag gestellt wird. Ja, wir haben sehr lange Fingernägel, wir haben künstliche Fingernägel und das ist vielleicht unüblich, also auf jeden Fall im Vorurteil denken. Ich denke einfach, mach einfach den Test, ob es dir quasi selber wehtut, deine Nägel. Natürlich ist es vielleicht in manchen Situationen unpraktisch und es ist vielleicht einfacher mit kurzen Nägeln, viele Sachen. Beim Anfassen einfach allgemein schon. Es tut natürlich sehr weh, manche Stellen sind ja am Körper auch sehr empfindlich. Aber wie gesagt, immer Übung macht den Meister, find das heraus. Natürlich kommt man sich vielleicht am Anfang etwas unbeholfen rüber, aber achte einfach darauf, dass deine Nägel nicht wehtun, weißt du, das ist in keiner Das kann Stelle ja auch mit unangenehm. Natürlichen Nägeln der Fall sein, also ganz normal. Macht euch da kein Ding draus, probiert es einfach aus. Vielleicht magst du es mit kurzen Nägeln mehr, vielleicht magst du es mit langen Nägeln mehr, aber es sollte dich nicht einschränken und du solltest jetzt nicht sagen, nur weil ich jetzt auf Frauen stehe, muss ich jetzt kurze Nägel haben. Es ist vielleicht praktischer. Aber es ist kein Muss. Genau, und die letzte Frage ist, habt ihr euch zu Beginn unwohl gefühlt? Jein, würde ich sagen. Also unwohl vielleicht, also aber unwohl nicht. Ist schon immer. Ungewohnt ist es, aber das ist so ungewohnt wie generell sich nackt vor jemandem zu zeigen. Ja, in die Sonne. Also ich weiß nicht, ich bin, es gibt ja Leute, die mit Nacktheit total offen umgehen und das super können und es gar kein Problem ist. Mein Ding ist es nicht oder unser Ding ist es nicht. Also ich würde mich auch nicht gerne vor anderen umziehen. Beispielsweise wenn wir beim Sport sind, ziehe ich mich auch dort nicht gerne aus. Und so ist es, denke ich auch, dass man sich erstmal, dass man aufgeregt ist, ist einfach, dass man aufgeregt ist, ob der andere und das und jenes und meine Brüste, mein Po, findet er oder sie ist einfach schön so oder hat er sich was ganz anderes vorgestellt? Ja, weil man ist ja in Klamotten, man kann zaubern. Es ist nun mal so, viele Menschen haben Schminke im Gesicht. Wir zum Beispiel, ich trage Push-Up-BHs. Ich glaube, viele tragen Push-Up-BHs und man kann einfach mogeln, man kann schwarze Sachen anziehen, wenn man enger schlanker aussieht, was auch immer, man trägt hohe Schuhe vielleicht oder dies oder man trägt sein Lieblingsoutfit. Wenn man nackt ist, ist man halt nackt. Ja, da ist es wie es ist. Es gibt Haare am Körper, die man nicht wegmacht, die man übersieht, ist es einfach so. Und man sieht halt nicht perfekt aus, aber wichtig ist, dass du dich halt gut fühlst und dass du für den anderen halt perfekt Und dass der aussieht. Andere dich, richtig, dass der andere dir das Gefühl gibt, dass, dass ehrlich, du perfekt bist. Ja, richtig. Ui, voll süß. Und jetzt erzählen wir euch noch unsere Top-Tipps quasi, die wir jetzt im Nachhinein gerne weitergeben. Ja, also First Step, entspann dich. Sei nicht so angespannt, weil wenn du mega verkrampft bist, dann merkt man das und dann kann die ganze Sache gar nicht schön werden. Man sagt immer, redet miteinander. Und das ist wirklich so, redet miteinander. Auch wenn ihr euch vielleicht noch nicht so lange kennt oder wie auch immer. Du kannst trotzdem sagen, hey du, pass auf, ich bin ein bisschen aufgeregt, es ist für mich ungewohnt. Das ist eine total menschliche Sache. Und die kannst du, voll süß eigentlich. Und die kannst du einfach offenbaren, weil du willst ja mit der Person gleich schlafen. Also musst du ihr doch das bitte auch sagen können. Oder halt im Anschluss, im ruhigen Moment. Ja, aber auf jeden Fall redet mit Nur bitte Mann. Nicht sowas wie, ey, das war total... Es war total nicht mein Ding, das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Wie siehst du denn aus? Also versuch das nett auch zu verpacken. Wenn dir dich auch was stört, kommunizier das. Aber sei nett dabei, denn du verletzt den anderen gerade vielleicht. Und das Letzte auch noch, unbedingt fühl dich wohl, egal was dazu gehört. Vielleicht gehört es dazu, dass du halt vielleicht vorher ausgiebig gebadet hast oder eine Dusche genommen hast oder dass du vielleicht vorher dich überall eingecremt hast, weil du gut düften möchtest oder ein paar Parfümspritzer aufgemacht hast, es ist egal was. Hauptsache du fühlst dich wohl und wenn das in deinen Socken ist, dann ist das in deinen Socken. Dann schläfst du halt mit der Person mit deinen Socken. Hauptsache du fühlst dich wohl. Genau, und sollte das die Person stören, sag ich mal, oder irgendwie so, dann wird sie mit dir reden und das wäre super. Genau, und wenn sie deine Nägel stört, dann redet ihr darüber und dann kommt ihr auf einen Kompromiss und macht es halt nur halb so lang. Ja, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Genau, also entspannt euch, recherchiert, schreibt uns an, wie auch immer und dann sehen wir uns nächste Woche. Wir schicken richtig viele Momos raus, drücken euch richtig die Daumen, dass alles gut geht. Bestimmt geht das gut, klar. Bis nächsten Sonntag. Tschüss. Tschüss.